Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Online. Ich bin von Matogat schon wieder hierhin zurückgeritten, denn in der letzten Folge sollten wir ja was abgeben und haben dann erfahren, dass unser Freund Eskil Blutdaumen von Orks entführt worden ist. Wollen wir mal hoffen, dass der gute Kerl noch lebt. Der Traust, der hat uns das erzählt, der sollte dem ja das Kämpfen beibringen und ja, offenbar hat er ihn da ein bisschen überschätzt oder überfordert. Wir sollen uns mit Trausti nahe der Nordwestseite des Bergbalkens in der Tiefengier treffen. Ja, es gibt, ach mein Gott, das sind alles solche Zungenbrecher. Ich meine, es ist der hier. Wir sollen außerdem noch hier unten das zweite Kopfgeld. Und ja, das ist, ach, das ist die plötzliche Rettung? Nee, das ist was anderes. Doch, die plötzliche Rettung ist das mit Eskil. Nee, das hier ist das mit Eskil. Also doch da drüben. Die plötzliche Rettung, was ist das? Gucken wir mal. Plötzliche Rettung spricht mit Muta außerhalb von Gazzatfark. Und das zweite Kopfgeld ist, beschafft euch Fledermausköder von einem Ork-Bestienmeister. Okay. Das ist am nächsten. Dann wollen wir das doch mal machen, nur dass es, ich glaube, hier nicht rausging. So, wir steigen mal kurz auf unsere Zeige. Und gucken mal. So, hier ging es doch runter, ne? Boah, die Stufen sind so dermaßen steil. Da kriegst du jedes Mal echt so einen Bammel, wenn du das siehst. Da ist er ja. Da ist er ja. Ich habe gar keinen Ring auf der Map gesehen. Noch nie, aber da ist einer. Ich bin nur einfach ein bisschen blind. So. Teil er mich hier näher ist schon... Schon wieder das mit diesem. Ich drücke irgendwo und auf einmal verzieht er die Maus. Ich dachte, ich hätte gefunden, woran das liegt. Aber offenbar habe ich das nicht. So, reden wir mal mit dir. Wir wurden gleich da drüben angegriffen. Im Nordwesten. Es waren viele Orks. Mehr als ich in dem Moment zählen konnte. Und ich hatte den Eindruck, als kehrten sie von irgendwo zurück. Ja, ich hatte das Gefühl, dass sie ursprünglich nicht auf uns abgesehen hatten. Auch wenn sie erfreut waren, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Untersucht den Ort des Angriffs. Vielleicht findet ihr dann heraus, was aus dem jungen Lehrling geworden ist und ob er noch lebt. Okay, sucht den Ort des Angriffes nach Hinweisen auf Eskil. Da lang. Machen wir. Wie weit ist denn das? Kommt die Fledermaus rüber, oder? Nee, da. Aha, da ist es schon. So. Aha, da ist Blut. Aber ich merke, also ich muss hier noch eine Kleinigkeit kurz in der Einstellung ändern. Das dreht sich mir immer noch zu schnell. So, okay. Allerdings habe ich dieses Zurückspringen der Kamera hier irgendwie immer noch nicht gefunden. Es gibt zwar eine Anzeige, aber die macht eigentlich was anderes. Sie sorgt nur dafür, dass wenn ich mich irgendwie so drehe, dass sobald ich mich bewege, die Kamera automatisch hinter mir ist. Aber das ist eigentlich nicht angeklickt, deswegen verstehe ich es nicht so ganz. So, wir haben Blutflecken, das ist kein gutes Zeichen. Orkblut, vielleicht konnte Eskil seine Angreifer verwunden. Ist Orkblut nicht schwarz? Ein Seil. Kurz abgeschnittenes Seil, war vielleicht gefesselt. Dieses kurze Stück wurde von einem längeren Seil abgeschnitten, aber aus welchem Grund? Ja, sprecht mit Trausti beim Bergbalken. Also direkt wieder zurück. Und bis hierhin hättest du nicht selber? Naja, egal. Wollen wir mal seinen guten Willen nicht in Frage stellen? So. Zack. Eskils Schicksal bleibt weiterhin ungewiss, aber es besteht Hoffnung, dass er überlebt hat. Diese Brücke führt nach Dur-Sholoth und wir wissen, dass Eskil nicht zum Bergbalken zurückgekehrt ist. Ich denke, es lässt sich Folgendes über Eskils Schicksal sagen. Es bleibt weiterhin ungewiss, aber es besteht Hoffnung, dass er überlebt hat. Ich denke, sie haben ein Seil gekürzt, um ihn die Hände zu fesseln und vielleicht wurde er lebendig nach Dur-Sholoth gebracht oder zu anderen Ork-Behausungen an der Nordostmauer der Tiefengier. Lass uns die nordöstlichen Bereiche der Tiefengier nach weiteren Spuren des jungen Lehrlings absuchen und nach meiner Axt. Sucht Eskils Blutdaumen, Eskil Blutdaumen nordöstlich von Dur-Sholoth in den Behausungen entlang der Außenmauer der Tiefengier. Mhm. Und jetzt ist aber das andere schon wieder näher, ne? Okay. Gut, also hier geradezu. Ich hoffe, dass die... Oder ist es das? Ja, wahrscheinlich ist es das, ne?
Ja. Na gut, dann machen wir erstmal hier das zweite Kopfgeld mit der Fledermaus. Oder reden wir erstmal mit der hier? Eventuell möchte die ja auch, dass wir hier irgendwas mit Fledermäusen machen. Ja, ich glaube, wir reden erstmal mit der. Na, auf der Suche nach den Fledermäusen habe ich hier so einen Typen gefunden, einen Buchdieb, der hat einen Ring über dem Kopf. Ja, ich bin hier irgendwie immer auf den falschen Ebenen. Es wäre wirklich deutlich einfacher, wenn die einem einfach mal sagen würden, oben oder unten. Ah, ich habe befürchtet, dass jetzt beide kommen. Mal weg. Genau, gegen dich wollen wir kämpfen. Und los geht's. Ja, keine Ahnung, womit das zusammenhängt mit dem Klicken und auf einmal ändert sich die Perspektive. Also wenn das einer von euch weiß, könnt ihr es mir gerne mal sagen. Mir ist das früher auch schon immer mal aufgefallen, aber lange nicht so schlimm. Beschafft einen Sack. Okay. Bringt den Sack zum kundigen Runi nach Aslif. Ich habe schon offenbar einen Sack beschafft. Danke. Ja, ich schätze mal, sind die Fledermäuse vielleicht irgendwie ganz unten oder so? Also irgendwie, ich komme ja nicht so richtig auf den grünen Zweig. Ich glaube, wir müssen wahrscheinlich ganz nach unten. Also hier ist Runi. Hab ich irgendwie einen Lang Namen lebe aus? König Ja. Thorin! Lang lebe Durin Steinhemson! Ja, bitte. Steinhelms Sohn? Ach so, ja, genau. Ja, dann gucken wir mal, dass wir irgendwie die Treppe weiter nach unten kriegen. Denn hier oben sind irgendwie keine Fledermäuse. So, ich bin jetzt also ganz unten, aber hier ist es auch nicht. Aber ich habe was gesehen. Es gibt hier eine Rufkiste. Ich glaube, hier ist ein Fahrstuhl. Ich mach das mal, ich rufe den mal. Erdgeschoss bitte. Ach so, nee, okay. Aha, wie geil, mittlere Ebene. Wie cool ist das geil? Jetzt gucken wir mal, ist hier irgendwo eine Fledermaus? Ich weiß halt einfach nicht so genau, wo ich hin muss. Da hinten flattert was, aber ich glaube, es ist ein Drache. Eine Rufkiste. Na, noch geiler hätte ich es allerdings gefunden, wir wären jetzt wirklich also gefahren. Aber in die Richtung kann das schon mal nicht sein, okay. Next. Das war da. Obere Ebene. Ist hier irgendwo eine Fledermaus? Ist das da hinten eine Fledermaus? Auch wieder nur ein Drache, ne? Na, wir können ja mal kurz gucken. Wir können ja vor allem mal gucken, wo gibt es denn die Fledermausköder? Vielleicht gibt es ja nicht bei Fledermaus die Orksiedlung. Dalgugronk befindet sich auf der untersten Ebene. Aha. Ork-Bestienmeister, stimmt ja, die sollten wir ja suchen. Okay, auf die unterste Ebene und Bestienmeister besiegen. Ja, ab und zu hilft es auch tatsächlich, wenn man einfach mal den Text liest. Erdgeschoss. Das ist cool. Das ist cool. Okay. Hier findet man auch echt gut Geoden. Und ich glaube, ich habe das Problem mit dem Verzerren der Kamera hingekriegt. Ich hatte gesehen, dass irgendwie Kamerawechsel auf Button 2, also Mauszeiger 2, lag. Oh, Rhyolithe. Ich glaube, da gibt es immer was ganz Besonderes für oder viel oder seltene Sachen oder so. Pling, Jaspis. Ja, ich glaube, der ist schon eher selten. So, jetzt suchen wir also nach Bestienmeister für Fledermausköder. Okay, hier kommen gleich ein paar neue Aufgaben. Verbrennt Spinnenkadaver. Und ich sehe, hier ist auch schon jemand, orkische Notiz. Fledermausfutter. Aha. Spinnenkadaver zu verbrennen würde dafür sorgen, dass die Riesenfledermäuse. Ich sehe gar keine Notiz. Findet Orknotizen. Dafür sind sie ganz schön unsichtbar. Hier ist noch eine. Hier ist noch einer. Ah, hier ist ein Bestienmeister. Doch, der hat schon wieder verzogen. Warum? Hör auf damit. Aber es ist nicht mehr ganz so schlimm. Also es war früher auch ab und zu, dass er einfach offenbar realisiert, wenn ich die Maus bewege, ohne dass ich irgendwas gedrückt halte. Ich bewege die Maus und auf einmal
drücke ich mit irgendeiner Maustaste und dann switcht er die Kamera dahin, wo ich die Maus einfach nur so hingelegt habe. Ein guter Ort für einen Köder. Ui, na, was? Das ist ja wohl die kleinste Fledermaus der Welt. Die ist so klein, dass ich sie nicht mal sehe. Kann man hier so. Ich kann nicht mal so weit rausscrollen, dass ich die sehe. Wie unglaublich krass. Kann ich die stunnen? Dann fällt sie vielleicht runter. Nee, bleibt da oben. Das ist ja wohl der Wahnsinn. Krasses Vieh. Guckt euch das an. Ich will so eine zum Fliegen haben. Mega cool. Gut, dann klicken wir uns hier durch die Notizen und die Spinnenkadaver und dann sind wir hier unten vielleicht auch bald durch. Mal gucken. So, Spinnenkadaver haben wir alle. Hier irgendwo liegt die letzte Notiz hier zwischen den beiden. Und da, die werde ich mir jetzt, glaube ich, auch noch holen. Die Spinnenkadaver könnte ich direkt gleich abgeben. Dann müsste ich jetzt nirgendwo hin. Bei der Notiz ist es wahrscheinlich auch so, weil wir haben ja auch die von niemandem Speziellen bekommen. Und zack. Einmal hier bitte. Super, okay. Ach, die müssen wir jetzt tatsächlich wieder bei jemandem abgeben. Gut. Sprecht mit, sucht Eskil. Okay, dann machen wir das. Okay, Elta steht direkt da oben. Haben wir nicht mit der schon mal geredet? Seid gegrüßt. Verbrennt Ork-Leichen. Müssen wir jetzt da schon wieder rein? Ey, merkst du mal was? Ah, da, ein toter Ork. Mein Gott, schon wieder irgendwas auf der Stimme. Und die sehen aber irgendwie nicht mehr so gut aus. Pfui. Wie weit aufgerissen er das Maul hat. Es war ganz offensichtlich kein schöner Tod. Irgendwann müssen wir hier noch Wurmeier kaputt machen und so weiter. Ich sehe das schon. Wie viele denn? 6 Stück, okay. So, damit sind das 4. Hier ist Kalkstein, den nehmen wir auch noch mit. Du bist ein bisschen ungünstig, wo du da bist. Egal, machen wir dich eben weg. Also es ist besser mit dieser Kameraverzerrung, es ist aber immer noch nicht weg. Das ist auch immer noch schlimmer, als es früher war. So, da hinten ist noch einer und noch einer und noch ein Kalkstein. Müssen wir mal gucken, wie viele da wieder verzerrt, ne? Wie viele von diesen Geoden wir inzwischen haben. Ich will mir ja diese Kristallspinne irgendwann nochmal holen. So, zurück bei Elta. Seid gegrüßt. Grüß Seid Gott. Gegrüßt. Wartet gemeinsam mit Elta. Worauf? Das letzte Kopfgeld. Ah, noch 2 Sekunden. 1, 0, Plönki. Die Zeit vergeht. Seid gegrüßt. Findet Hinweise auf Botins Anwesenheit. Wer ist das? Findet Hinweise. Wo denn? Okay, da vorne am Wasser ist vielleicht irgendwie der Echsenboss. Gucken wir noch gleich mal. Bist du Botin? Nee, ah, der ist hier in seinem Loch. Das ist ja cool. Ich mache hier nochmal schnell den Granat auf. Granit? Granat. Vielleicht ist ein Granat im Granit. Das kann natürlich sein. So, da sollten wir auch mal reingehen. Machen wir. Findet Hinweise auf Botins Anwesenheit, ja. Vielleicht ist es auch ein Kumpel von ihr, wer weiß.
können ja mal gucken, inwiefern wir uns hier schön durchschleichen können. War wahrscheinlich nicht so gut. Okay. Na gut, zwei kriegen wir noch hin. Ist ja gut. Orkblut. Ist Botin ein Ork? Ja, es ist ein bisschen zu eng, um sich an denen vorbeizuschleichen. So, wir klicken das mal an. Führt tiefer ins Innere. Yeah. Juhu, halt, stopp, wir nehmen den Kalkstein noch mit. Da wieder, ne? Ich klicke, zack, die Kamera stellt sich um. Aber jetzt ist nirgendwo mehr was eingegeben für Kamera. Also vorher waren alle Kamerabewegungen mit irgendwelchen Button hinterlegt, jetzt aber nicht mehr. Liegt der Leiche des halb aufgegessenen Orks am Boden und untersucht die Ork-Leiche. Okay. Die Leiche des Orks weist große Bisswunden auf, die nicht von den normalen Würmern stammen können. Leichen, die wie diese sind wohl der Grund, dass Botin die Höhle nicht verlässt. Wer ist denn nur Botin? Botin ist nicht aufgetaucht, aber wenn ihr vorgebt, seine Nahrung zu stehlen, lockt ihn das vielleicht aus seinem Versteck. Möglich. Sollen wir das jetzt machen? Ich möchte dann aber erstmal den hier weghaben. Weil wer weiß, wie krass der Botin ist. Botin ist immer der Oberwurm. Oh, der hat mir einfach hier meine komplette Kraft geklaut. Das ist ja krass. Ryolit, den nehmen wir noch schnell. Na dann. Da ist er. Hallo. Du baust mir doch hier schon wieder meine ganze. Das gibt's ja einfach nicht. War denn noch irgendwas hier? Sowas wie das hier vielleicht? Na bitte. Botin wurde bezwungen. Das ist doch schön. Sprecht mit Elta. Das machen wir. So, ich bin wieder zurück bei Elta. Ich stehe euch und eurer Familie zu Diensten. Na klar. Oh, wow, sieht gut aus. Gucken wir doch mal, was dieses grandiose Stückchen an meiner Moral ändert. Hohoho, 444. Ja, wie kriegt man noch mal diese ganzen Teile da raus? Nee, das ist schon richtig. Kann man das nur machen, wenn man die anhat? Moment. Nee, da gibt es irgendwie eine Schrift für, oder? Um diese ganzen Essenzen hier wieder rauszukriegen. Vermutlich gibt es da irgendwas für, weil die sind teilweise echt gut, die ich da habe. Okay, cool. Das freut mich. Das heißt, die hier unten ist jetzt auch glücklich. Wir haben jetzt noch Sucht Eskil, nordöstlich von Duschlot. In den Behausungen entlang der Außenmauer. Aslif einmal. Das ist gut. Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, der wird natürlich nicht hier unten sein, sondern oben. Mal gucken, ob ich hier diesen grandiosen Fahrstuhl wiederfinde. Das ist echt, da ist er doch, oder? Das ist echt praktisch. Das ist echt praktisch. Ja, aber es müsste bei den Aufgaben wirklich immer dabei stehen, wo das ist.
So, wir haben die Stätten der Tiefengier abgeschlossen. Wir haben alles entdeckt. Wir waren jetzt überall. Nichts ist uns verborgen geblieben. Ich glaube, dass wir den Eskel hier hinten irgendwo treffen könnten. Ja, okay, hier ist ein Ring, aber wo ist er? Da oben drauf, hier unten drunter, irgendwo drin. Dahinter. Ah, da oben, hier geht's hoch. Dann gucken wir doch mal, vielleicht ist er da oben, ja. Und keine böse Überraschung. Eskil, wo bist du? Ach, kann man hier rein? Na, hier ist irgendwas, aber... Oh, okay. Trausti. Wie, du hast ihn schon gefunden? Ach nee, wir sollten... Ja, okay. So, wir haben 5 Punkte dafür bekommen. Wir haben, können eine neue Tat machen, nämlich Sachen hier fertig machen. Entdecker der Tiefengier. Sehr schön. So, Traus. Oh, und wieder raus, ne? Wieder um 180 Grad gedreht. Ich habe nichts gemacht. Das ist echt super nervig. So, ihr spürt die verängstigten Blicke, wie sie euch uns folgen. Uns folgen Blicke aus einem Versteck heraus. Jagen wir dem Beobachter einen Schrecken ein, damit er sich zeigt. Ja, das ist doch Eskil. Lasst einen mächtigen Schrei los, Millimark. Zeigen wir diesem feigen Wicht, dass wir ihn bemerkt haben. Stoß ein mächtiges Brüllen aus. Ah, doch, das ist doch ein Bilbis. Tut mir nicht weh, tut mir nicht weh. Vorhorsch weiß nichts, als Trausti anmerkt, dass nur ein auskunftsfreudiges Bilbis-Leben es wert ist, verschont zu werden, quiekt der Bilbis erschrocken auf und singt ein ganz anderes Lied. Wartet, wartet, ich weiß doch was, ich weiß was. Ihr sucht Zwerg, gefangenen Zwerg, ja? Ich weiß, wo er hingebracht wurde. Haschdurps Krieger haben ihn nach Watugronk gebracht. Aha. Ja, das haben sie. In der Grube wird er nicht lange durchhalten. Aber er hat noch gelebt, als ich ihn gesehen habe. Ja, wirklich, wirklich. Nützliche Information. Nützlich. Der Bilvis ist verängstigt. Wir lassen ihn echt laufen. Ah, lasst ihn laufen. Wir haben etwas Nützliches herausgefunden. Und es wird später noch reichlich Gelegenheit geben, Bilvis zu erschlagen. Wenn er die Wahrheit gesagt hat, war Eskil noch am Leben, als er nach Watugronk gebracht wurde. Wenn wir uns beeilen, können wir ihn vielleicht noch retten. Ist das ein Ort hier? Hab ich weiß gehört. Nicht viel über die Watugronk, die stöhnende Grube. Aha. Aber wenn die Orks den jungen Lehrling dorthin gebracht haben, soll das auch unser Ziel sein. Ich denke, dass die Grube auf der untersten Ebene der Tiefengier liegt. Aha. Treffen wir uns am Fuße des Bergbalkens. Dann werden wir über unsere nächsten Schritte entscheiden. Trefft euch mit Trausti irgendwo da unten. Ungern. Kommt man hier denn irgendwie noch weiter? Nee, kommt man nicht. Schrotte. Na schön. Okay. Dann können wir nochmal nach Aslef gehen und ich denke, dann haben wir es erstmal wieder für heute. So, Aslef ist erreicht und der, mit dem wir reden, steht hier. Ach, wie so schnell. Feli, Berater. Durins Volk wird standhalten, wie wir es immer getan haben. Klenk. Oh, und wir haben wieder irgendwas abgeschlossen. Neue Tat. Aufgaben haben wir gemacht. Cool. Das ist doch schön. Das heißt, wir haben hier im Prinzip jetzt das meiste erledigt, denke ich mal. Außer vielleicht dem Epos und der eine Aufgabe, die wir hier noch haben. Das finde ich gut. Wir haben hier jetzt auch ja nichts Neues mehr bekommen. Und ich denke, das hier wird das nächste. Eigentlich sollte es das nächste sein. Das hier ist aber wieder halt unten. Das hier ist vermutlich irgendwie oben. Außerhalb. Eine Mutter ist von Ghazad Fak auf der untersten Ebene von Tiefengier südöstlich. Okay, das andere ist auch ganz unten. Das heißt, wir müssen beim nächsten Mal definitiv ganz nach unten. Aber wie gesagt, eben erst beim nächsten Mal. Dann werden wir wieder unseren tollen Fahrstuhl nehmen. Wo ist er? Da. Der ist schon echt gut. Der ist wirklich mega praktisch. Und bis dahin werde ich mich für heute von euch verabschieden. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen.
oder ein Abo für den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann, ciao, ciao.